Frau Wiedmann, Ihnen liegen natürlich die Wünsche der Gastronominnen und der Gastronomen sehr am Herzen. Umso mehr schmerzt natürlich diese Corona-Krise. Können Sie uns ein wenig berichten, wie die Lage aktuell ist? Ja, Frau Schneider, also ich bin gastropolitische Sprecherin der Freien Wähler Landtagsfraktion, bin selbst Gastronomin, habe ein kleines Hotel in Landshut und mein Mann ist Festwirt. Also er verbindet jetzt alle diese Themen, die Sie zu Recht angesprochen haben. Das Schöne daran ist, wenn man was selbst am eigenen Leib erfährt, dann hat man natürlich einen gewissen Erfahrungsschatz und das tut gut. Also ich brauche mir nicht gelerntes Wissen jetzt da anlesen, sondern ich kann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und das Schöne ist ja, dass die Gastro-Kollegen mir natürlich ihr Vertrauen schenken. Die wissen gleich, wenn sie bei mir anrufen, ich weiß, worum es geht. Die brauchen nicht lang mit großen Erklärungen anfangen. Und ich kenne die Problematik vor der Krise schon und natürlich jetzt insbesondere die Problematik in der Krise natürlich extrem. Früher haben wir also Themen gehabt wie Bettensteuer, Allergenverordnung, Dokumentation von Mindestlohn und andere Dinge. Und jetzt mit der Corona-Krise ist das alles ein bisschen in den Hintergrund geraten. Wir haben eine ganz andere Thematik, existenzielle Fragen. Und da rufen natürlich die Kolleginnen und Kollegen bei mir an, schildern die Einzelschicksale, was funktioniert mit der Politik und der Krise und was nicht funktioniert. Und ich muss schon ganz ehrlich sagen, die Branche, die Veranstaltungsbranche, die Hotellerie, Gastronomie und die Schaustellerbranche hat es extrem betroffen. Die sind auch zuerst zugeschlossen worden und sind jetzt auch die Letzten, die wo wieder öffnen dürfen. Und manche dürfen noch gar nichts machen. Und von daher trifft die Branche schon ganz extrem. Von der Stimmung, wenn ich das einmal so sagen darf, gibt es teils aber ein mehr oder weniger. Die einen, die aggressiv sind, die mittlerweile, es dauert alles zu lang, die haben existenzielle Ängste, sind aggressiv, verbittert und sind mit der Politik oder das, was ankommt, nicht zufrieden. Dann gibt es andere, die sind deprimiert, die haben keine Kraft mehr, die sagen, die weinen, die sagen, ich schaff's nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann gibt es noch die anderen, die sagen, naja, ich bin über 50, mache ich noch weiter, die sehen keine Perspektive mehr für die Branche. Oder sagen natürlich auch familiengeführtes Unternehmen, kann ich es meinen Kindern überhaupt noch zumuten? Und das ist das Gemengelage, wo sich Politik und das reale Geschehen stattfindet. Und das nimmt mich sehr mit. Ich habe auch nicht immer Antworten, aber ich versuche zu helfen, wo es geht. Und Sie haben mich nach der Stimmungslage gefragt und wie es der Branche geht. Also momentan nicht gut. Ja, Herr Dr. Geppert, auch in der Hotelbranche, die ist ja auch stark betroffen von der Corona-Krise, haben Sie da Zahlen, die das Ausmaß der Katastrophe aufzeigen? Ja, zunächst nochmal grüß Gott von mir. Ich hatte das Mikro, glaube ich, gerade stumm geschalten. Von daher herzlichen Abend und vielen Dank für die Einladung auch an die Freien Wähler. Sie sind ja ein wichtiger Partner als Teil der bayerischen Staatsregierung und stellen ja auch den Wirtschaftsminister. Von daher, wir sind immer im engen Austausch, liebe Jutta Wittmann, und nur gemeinsam kommen wir in dieser Krise auch weiter. Ich kann das eigentlich nur bestätigen, was Sie, liebe Frau Schneider, im Eingang gesagt haben, was auch die Jutta Wittmann jetzt geschildert hat. Tatsächlich ist das Gastgewerbe in ihrer Vielfalt und Fülle in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ging und geht immer um die Existenz. Es sind Schicksale, es sind Generationen, aufgebaute Generationenwerke vor dem Zerfall und das mit ganz schlimmen Auswirkungen, wenn wir sie nicht erhalten, für unseren Freistaat. Und zwar nicht nur aufgrund der Bedeutung von der Wirtschaftskraft, von der Leistung, weil wir haben, und das muss ich einfach an der Stelle auch wiederholen, wir haben 447.000 Erwerbstätige in Hotellerie und Gastronomie allein in Bayern. Das ist jeder 17. Und das ist mehr als beispielsweise Siemens und Audi weltweit zusammen haben. Das muss man sich einfach auch immer wieder vor Augen halten. Es ist eine Leitökonomie nach der Industrie, die zweitwichtigste Leitökonomie, der Tourismus. Und wir sind auch lebensrelevant, denn gerade in der Pandemie, und dafür haben wir uns immer eingesetzt, wir sehen uns als Teil der Lösung. Wir sind eine ganz wichtige, also ich meine, wenn man in dieser dunklen Phase der Pandemie ist, brauchen die Leute auch ein bisschen einen Hoffnungsschimmer. Sie brauchen einen Anker, sie brauchen einen Ausweg aus ihren Räumlichkeiten und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Sie haben speziell zur Hotellerie gefragt, ja, de facto Vollbremsung. Wir waren jetzt
touristische Übernachtungen waren verboten über ein halbes Jahr. Jetzt am Freitag geht es zumindest in den Kreisen mit einer stabilen Inzidenz unter 100 wieder los. Das war auch ganz wichtig, denn dies drohte schon, wenn gerade um uns herum, auch in Österreich, es wieder losgeht, dann verliert man nicht nur die Gäste in vermeintlich unsicheres Ausland, sondern man verliert auch die Mitarbeiter. Und das macht die Lage schon dramatisch. Also wir führen regelmäßig eigene Umfragen durch und haben auch immer die statistischen Zahlen. Also sie sind erschreckend und über ein Viertel hat tatsächlich auch die konkrete Betriebsaufgabe überlegt. Und wir sind aber jetzt sehr, sehr weit gekommen und wir hoffen, dass wir die letzten Meter jetzt durchstehen, auch wenn der Weg der Erholung auch ein extrem langer noch sein wird. Was mich noch interessiert, Herr Dr. Gebhardt, es gab ja dann doch berufliche Übernachtungsgäste, aber das hat jetzt nicht so viel ausgemacht, oder? Nein, und vor allen Dingen, Sie haben ja gleichzeitig auch die Warnungen für Homeoffice und Ähnliches. Das heißt, es ist ja überhaupt kein Geschäftsreiseverkehr richtig entstanden. Und das, was man verstehen muss, ist immer, wie die Branche auch tickt. Also man schaltet uns ja nicht ein wie ein Lichtschalter, sondern um einen Betrieb hochzufahren, um eine gewisse Grunddienstleistung zu schaffen, brauchen Sie meinetwegen 15 Mitarbeiter und dann haben Sie vielleicht 3 bis 5 Businessgäste. Also das macht man eigentlich mehr dann, dass die Mitarbeiter noch gehalten werden, dass der Betrieb so ein bisschen am Laufen bleibt. Aber wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist dann nicht möglich. Dasselbe gilt übrigens auch für das To-Go-Geschäft. Sicherlich gibt es vielleicht punktuell welche, die sich das wirklich pfiffig ausgemalt haben und auch umgesetzt haben. Aber all das sind Tropfen auf den heißen Stein und tatsächlich nicht der Umsatz, der hier auch möglich ist. Also ohne Entschädigungen für die unverschuldeten Schließungen wären die Betriebe reihenweise in die Insolvenz gegangen. Die Welle konnte man noch verhindern, aber wir müssen auch dranbleiben. Und gerade jetzt, wo die ersten Öffnungen kommen. Öffnungen heißen, Kosten entstehen. Und wenn Kosten entstehen, reduzieren sich zum einen die Entschädigungszahlungen und gleichzeitig müssen sie halt dem Umsatz erwirtschaften, der den Kosten gegenübersteht. Und das ist jetzt die große Aufgabe und deswegen muss man an jedem einzelnen Auflage, muss man die immer wieder prüfen, ist sie verhältnismäßig, muss man sie denn wirklich machen, weil all das wird den Weg zur Normalität ebnen können oder auch nicht. Herr Buchner, die Schaustellerbranche hat ja eigentlich immer mit unberechenbaren Faktoren zu tun, wie schlechtes Wetter oder es gibt immer Konkurrenzveranstaltungen, wie zum Beispiel Fußballspiele oder so. Aber dann kam Corona, damit hat keiner gerechnet. Von heute auf morgen war Ihre Branche stillgelegt. Wie sind Sie denn mit dieser extremen Situation anfangs umgegangen? Ja, erstmal grüß Gott zusammen. Schön, dass wir mitmachen dürfen. Unsere Branche ist natürlich voll erwischt, weil wir ja seit 16 Monaten zu Hause stehen auf den Lagerplätzen und warten. Das Wetter macht uns gar nichts aus. Das würden wir gerne mitnehmen, auch die Fußballspiele, alles. Wir werden gerüstet mit allem, was wir haben. Bei uns ist es nämlich so, dass wir das letzte Jahr hat uns das überrannt, das Corona, dass wir gar nicht gewusst haben, wie das überhaupt weitergehen soll, das Ganze. Und nach diesem Winter, da sind ja die Weihnachtsmärkte ausgefallen 2020, ist schon so, dass wir sehr viele kleine Betriebe haben, die wirklich so down sind, so kaputt sind und natürlich auch ihre finanziellen Rücklagen alle aufgebraucht haben, dass das, ich sehe da wirklich eine Geschichte laufen, dass das schöne Flair auf den Volksfesten, auf den Märkten nicht mehr so sein wird, wie es bisher war. Die mittelständischen Betriebe bei uns, die sind schon noch gesund, die haben Rücklagen, aber die sind halt auch aufgebraucht. Und für uns ist es natürlich so, wir haben ja keine Perspektive, weil wir nicht wissen, was können wir tun, dass wir aufmachen dürfen. Und da ist die Hilfe natürlich jetzt schon gefragt und das frühzeitige Absagen vom Oktoberfest, das darf jetzt nicht unbedingt sein, dass das der Grund ist, dass man sagt, jetzt sagt man gleich alle Volksfeste ab. Man muss das bis zum Schluss so lange jetzt aufrechterhalten, wie es noch gerade geht. Und in den kleinen Kommunen, wir haben ja da in Verbindung ja immer täglich fast und die wollen ja auch alle, dass ein Volksfest stattfindet, weil das Volksfest ist so ein altes Kulturgut, das braucht man und da gehört das Lachen vor den Kindern, das bis zu den alten Leuten am alten Nachmittag, das Runde, das Schöne, das wirklich und einmal alles ohne Maske ein bisschen, wenn es funktionieren sollte, das geht jedem so ab, das braucht man einfach wieder. Sie kommen ja mit sehr, sehr vielen Menschen aus Ihrer Branche zusammen und man redet drüber. Gibt es ein Einzelschicksal, was Sie besonders berührt hat? Ja, ich habe einen Kollegen, die haben beide über 80 Jahre und haben natürlich keine Altersvorsorge getroffen, weil das war halt, die machen das seit 40, 50 Jahren, ihr Geschäft, ein ganz kleines Geschäft.
und sind so jetzt in existenzbedrohenden Zustand, dass die Nerven so kaputt sind, dass man es nicht einmal mehr über das Telefon aufmuntern kann. Die möchten einfach nur mehr raus und ob sie jetzt auch was verdienen auf dem Platz, es ist ihr Leben. Es sind es bei Wind und Wetter 300 Tage gewohnt, den Menschen Freude zu bringen. Und da geht das Flair ab, du kannst die nicht mehr halten. Die haben emotional so am Boden, dass man gar nicht weiß, was man machen kann. Die haben jetzt erst beide Geburtstag gehabt und du kannst das überhaupt mit nichts mehr aufmuntern und das tut wirklich weh.